Hast du gehört? Sprich ja, halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goodbye Deponia. Ja, halli, schön für dich. Quatsch wieder dich in meine Aufnahme rein, du doofes Ding. Ja, das sind die schönsten Einstiege. Hast du gehört? Sprich nein, ich spreche nicht mit dir. Natürlich meint er nicht mich, aber gut. Ach, Gottes Willen, da wird einem vorher reingequatscht. Was geht denn ab hier? Ja, wir starten eine neue Folge. Und wie in der letzten Folge schon gedacht, werden wir jetzt mal hier das Fenster aufmachen, denn ich denke, jetzt kommen wir hier durch, was oder? War das? Nicht? Okay, wir kommen also nicht hier durch. Gut, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie was machen. Können wir Ihnen denn diese Mini-Datasette jetzt wieder geben? Auf den Schreibtisch legen oder so? Das geht auch unauffälliger. Ach so, das geht auch unauffälliger. Naja, wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein, Rufus. Im Moment können wir hier nicht viel machen. Können wir dann vielleicht hier schon mal irgendwas kombinieren? Konzentriere dich, Rufus. Jetzt ist nicht die Zeit für die üblichen Leseleien. Das ist schön, Rufus. Das ist schön. Aber du musst bedenken, dass wir so einen seltsamen Einstieg in die Folge, dass ein bisschen schwer ist, sich hier dementsprechend richtig zu konzentrieren. So, können wir das hier auf den Schreibtisch legen? Das wäre erstens extrem verdächtig und würde zweitens zu überhaupt nicht... Weißt du das sicher? Wow, Rufus. Sprich mit mir! Nichts. Das liegt wohl daran, dass der Alarm könnte daran liegen. Ist. Hast du gehört? Sprich mit mir! Wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Können wir denn jetzt noch irgendwo hingehen? Wir haben hier jetzt im Moment ja gar nichts zu tun. Hallo. Das ist gut, das ist super. Ja, dann müssen wir erst mal... Sprich mit mir! Ja, nix sprich mit mir, dann hört man hier nicht mehr, dann sprich mit mir. Also Ruhe jetzt hier. Was? Hast du gehört? Super. Ja, wieso hört man denn sprich mit mir hier auch noch? Ist ja eigentlich nicht richtig, oder? Ja, jetzt haben wir ein Problem. Sprich mit mir! Siegal erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Warum hört man den hier noch? Doc, komm zu dir! Es tut mir leid, Rufus. Siegal hat recht. Das hier ist unsere letzte Chance. Warum hört man den hier noch? Ach Gott, das Spiel hat ganz schön viele Fehler, finde ich. Hast du gehört? Eine Mini-Datasette. Eine Mini-Datasette. Was hat der Tette? Okay, nett, Rufus, nett. Hallo. Konzentriere dich, Rufus. Jetzt ist nicht die Zeit für die üblichen Eseleien. Das ist richtig, aber was machen wir denn dann, Rufus? Hast du gehört? Ich verstehe. Gedacht? Es gibt tatsächlich jemanden, der in diesem Outfit noch bescheuerter aussieht. Er möchte ja, dass das Ding mit ihm spricht, also. Hallo. Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet IMNEDOT 4437. Datasette befindet sich im Besitz von Rufus, dem lästigsten aller Langfinger. Oder die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Wählen wir mal das hier. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Okay. Was bedeutet das jetzt? Dass er jetzt dahin geht und das eingibt und dann geht der Alarm los. Der wird sein blaues Wunder erleben. Yay! Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung, Oppenbott? Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus. Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbott? Schon gut, schon gut. Okay. Nein. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Nein, der? Auch nicht. Wer soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können? Tja, keiner. Wir werden jetzt hier wieder durchgehen. Wir werden den Alarm nicht ausschalten, obwohl wir das ja eigentlich könnten. Machen das Fenster auf und gehen jetzt erstmal raus. So. Ach so, Moment. Nee. Raus, bitte. Und jetzt? Ja. Gute Frage. Was machen wir jetzt? Jetzt können wir wieder reingehen. Das bringt's ja voll. Ich hab das Fenster jetzt einfach nur offen gelassen. Gut, dann schalten wir jetzt den Alarm wieder aus. Das war dann wohl der richtige Knopf. Und der Krach ist endlich vorbei. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste.
Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Tja. Also nochmal. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Gut. Was ist, wenn wir jetzt vom Fenster rausgehen? Ja, Herrschaft. Wo ist die Nachricht hin? Hallo? So, Ali, hallo. Was passiert jetzt, wenn wir jetzt ans Fenster gehen und da rausgehen? Passiert da irgendwas? Sprich mit mir. Wir können ja jetzt raus. Wir können auch wieder rein. Hast du gehört? Das macht voll Sinn. Mit mir! Mit Argus können wir jetzt in diesem Moment nicht mehr sprechen. Jetzt hier auch nicht. Ali, gehen hallo. Wir wieder durch. Jetzt können wir mit dem sprechen. Was sagen wir denn jetzt? Ich würde mal sagen, wir sagen jetzt das hier. Die Datasette befindet sich im Besitz von Rufus, dem lässigsten aller Langfinger. Was soll denn dieser Unsinn? Das kann ich doch unmöglich selbst gesagt haben. Habe ich ja auch nicht. Hör gefälligst richtig zu. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Halt, stopp! Negativ! Kommando zurück! Gerade ist mir nämlich Folgendes wieder eingefallen. Ja, aber das bringt mir ja dann doch gar nichts. Ich dachte halt, vielleicht müsste ich dann durch das Fenster gehen. Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet IMNEDOT. IMNEDOT. Was soll das denn? Mein Tresor hat doch einen Nummerncode. Sagte ich IMNEDOT? So ein Unsinn. Korrektur. Okay, nee, ich würde das eigentlich ganz gerne abbrechen. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 da ist. Jetzt geht der Alarm wieder los. Okay. Der wird sein blaues Wunder. Was machen wir jetzt? Der Alarm geht wieder los und Oppenbot kommt wieder rein. Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung? Ja, das müssen wir uns nicht nochmal anhören. Das haben wir ja schon mal gehört. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Ja, das ist eine gute Frage. Der hier? Nein, der? Nein, der auch nicht. Gut, können wir denn sonst was machen? Wir können jetzt dieses Diktiergerät wieder mitnehmen. Ich weiß aber nicht, was uns das bringen sollte. Wir fügen das wieder zusammen. Ach, jetzt haben wir den Alarm ausgelöst. Jetzt könnten wir was anderes draufsprechen. Bevor ich die Nachricht überspiele, sollte ich mir zuerst den Code merken. Ja, aber wie wollen wir uns den Code merken? Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Haben Sie etwas gesagt, Herr Amtmann? Nichts. Moment. Mist. Solange Oppenbot am Schreibtisch rumlungert, kann ich die Nachricht nicht abhören. Moment, wir gehen noch mal raus. Dann gehen wir jetzt hier lang. Und dann gehen wir durch das Fenster hindurch. Und dann hören wir uns das noch mal an. Das müsste ja jetzt funktionieren. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet 4473. Okay. Aha. 4473. Wie Golds Geburtstag. Nein, warte. Der war 4437 oder 4347? 4711? Naja, egal. Hauptsache, man kann es sich gut merken. 44 irgendwas. So ähnlich wie Golds Geburtstag. Okay, gut. Die Frage, die ich mir soeben stelle, ist, was waren 4711? Das erinnert mich daran irgendwas. Egal. Wir übersprechen es jetzt einfach, den Code. Habe ich mir gemerkt, 4437 sollte ich mir theoretisch merken können, aber ich denke, das Spiel merkt sich das schon von selbst. Ich fühle, wie mir eine Idee kommt. Okay, was sprechen wir denn jetzt drauf? Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Nicht der beste all meiner Pläne, aber es wird schon werden. Ja, aber das ist jetzt der richtige Code, ne? Habe ich jetzt schon richtig in Erinnerung. Aber dann, wir dürfen ihm ja nicht den richtigen drauf sagen. Ja, aber, müssen wir fast. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht Sinn machen würde, eher das mit dem Schreibtisch zu sagen und dann geht er wirklich nach dem hinter den Schreibtisch. Aber versuchen wir es mal. Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Ich glaube, dass es falsch ist, was ich gemacht habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es falsch ist. Na also. So, das überspringen wir jetzt.
Oh. Das ist doch, das gibt's doch nicht. Wo ist denn diese mistige Apparatur jetzt schon wieder hin? Oppenbart, ich bin noch hier. Ja, das Türgerät ist nicht da, bla bla bla, das Übliche. Wir legen sie mir jetzt wieder auf den Schreibtisch. Dann werden wir jetzt... Piep. Selbstanalyse abgeschlossen. Keine Fehler gefunden. Die Datasette befindet sich mit 98%iger Wahrscheinlichkeit direkt hinter Ihnen. Ach ja? Und wie erklären Sie sich dann? Das hier, Himmel, Arsch und Wolkenbruch, da ist es ja. Nun bin ich aber mal gespannt. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. So, das macht er jetzt. Jetzt geht er hin und macht ihn auf. Es war jetzt der richtige Code. Also. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung? Okay, das war falsch. Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus. Aber Sie sind sich schon sicher, ja, dass jetzt, wir müssen diesen Text wieder überspringen, weil wir hören das uns 25 Mal. Welcher Knopf? Ich dachte mir schon, dass es falsch war. Also, wir nehmen das Ding wieder, gehen wieder da durch und dann gehen wir wieder da raus und dann sprechen wir nochmal darauf. Und diesmal sprechen wir was anderes drauf. Ich fühle, wie mir eine Idee Ja, das kommt. Ist sehr schön, Rufus. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Das könnte gut okay, werden. Okay, denkst du, dass das jetzt das Richtige ist, Rufus? Ich hoffe es für dich. Wir gehen wieder hier hin. So. Packen die Datasette jetzt hier hin. Zack. Packen den Alarm aus. Und eigentlich sollten wir uns jetzt schnellstmöglich verziehen. Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Ja, jetzt Na verziehen also, wir uns bitte. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen? Ah, wie oft erzählt er denn das noch? Ja, Rufus versteckt sich sogar von selbst. Das ist sehr schön. Okay. Und nun? Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Sehr schön. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort Genau, nach. Das magst du. Bitte, danke. Ach, ja je. Okay, und nun? Oh! Was geht denn jetzt ab? Ach du Scheiße. Und was passiert jetzt hier? Ach du Schreck. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist, was hier gerade passiert. Nehmen wir mal einen Moment. Ich habe hier gerade was gesehen. Hier hinten ist nochmal ein Fenster. Ach, Rufus. Ah, hat das süß ausgeschaut. In Argus Büro. Okay, Tresor. Also, wie war das jetzt gleich? I-M-N... Nee, Moment. Ach, verdammte Och, Kiste! Rufus! Was machst du denn? Ach, bei diesem Lärm kann doch kein Mensch arbeiten! Oppenbot! Rufus, versteckst du dich wirklich als Laterne? Oh. Wieso wurde schon wieder dieser jämmerliche Alarm ausgelöst? Ich weiß es nicht, Herr Amtmann. Worauf warten Sie denn noch? Schalten Sie ihn aus! Ach du Heiliger! Und nun? Was machen wir jetzt? Oh Gott. Argus und der Tresor. So, jetzt aber. Wie war das nochmal? Ach ja, genau. Golds Geburtstag. 4, 4. Ach doch, nicht 3 ist 7. Verdammt. Stimmt, 7, 3. Nein, warte. Nicht Golds Geburtstag. Ach ja, das war ja auch nicht Golds Geburtstag. Zum Glück konnte ich mir den noch nie merken. Okay, hier ist die Datasette. Gut. Die Aufstiegscodes. Endlich. So, jetzt müssen wir aber wieder raus, oder? Nicht? Aber wir müssen, brauchen ja das Diktiergerät, oder? Sonst können wir doch die Codes nicht... Naja, gut. Wir haben es geschafft, juhu! Schau, da ist noch ein Rebell! Los, schnapp ihn dir! Oh, oh. Ja, aber, ach stimmt, da ist ja dieser Schlitz, da können wir das dann einfügen. Ach du Heiliger! Wo ist der hin? Wo ist wer hin? Hier ist eben ein Eindringling reingelaufen.
Moment mal, da kauert doch jemand. Ahaha. Hey, du, komm sofort da raus. Okay, wir gehen jetzt raus. Jetzt bald oder muss ich dir Beine Was? Machen? Jetzt hat er sich umgezogen, Rufus. Ach du Schreck. Herr Amtmann, sind Sie das? Natürlich bin ich das. Wer denn sonst? Sehen Sie zu, Mann. Ihr Kollege braucht Hilfe mit diesem Eindringling. Sehr wohl, Herr Amtmann. Ich muss sagen, ich finde es toll, dass Rufus sich dermaßen von gemausert hat und doch tatsächlich auch diesen Ton anschlagen kann. So, die Zeit abgelaufen. Nein. Das war's dann wohl, Rufus. Einen Moment noch. Die anderen beiden... Was zum... Oh, oh. Hallo, Gauli. Ganz schön leise, für das das da vorhin immer so ins Ohr gebrüllt hat. Aua. Komm ich ungelegen? Ganz im Gegenteil. Wir waren gerade dabei, die Kanone auszurichten, um Elysium ein für alle Mal vom Himmel zu pusten. Bitte was? Hast du das vermasselt? Au quattro, alter Ego. Ich habe ihm erklärt, dass das nicht nötig ist. Weil du Goal retten kannst, nicht wahr? So gut wie erledigt. Nur zu. Ich bin mir sicher, das wird eine ganz große Nummer. Und ob es die wird. Schaut genau hin. Okay. Dann haben wir das also jetzt schon mal erledigt. Dann können wir jetzt die Nukleinsäure benutzen. Ich denke, das machen wir in dieser Folge noch. Komm, Goalie, auf geht's! Jetzt wirst du wieder endlich zu Erwachsenen. Ach, das Geräusch macht doch hier gar keinen Sinn. Oh nein! Aber... Verbrennt ihre Zöpfe! Sägt ihnen die Beine kurz! Was soll das? Nein! Nein, das kann nicht sein! Das ist Donner! Ich sehe, dass es Donner ist! Wo ist Goal? Keine Ahnung! Und warum hatte Donner Goals Haarfarbe? Hermes. Bravo! Das war noch lustiger, als ich gehofft hatte. Aber genug gelacht. Wir haben ein Paradies vom Himmel zu schießen. Doc? Nein! Nein! Stopp! Es ist zu spät, Rufus. Ich hab dir deine Chance gegeben. Und du hast es wieder vermasselt. Na los, Doc. Richte die Kanone aus. Es tut mir leid, Rufus. Wir haben keine Wahl. Keiner von uns will sterben. Aber genug jetzt. Öffnet das Kanonentor. Das ist heftig. Was soll der Käse? Was soll das? Gut so. Ist die Munitionskammer geschlossen? Upsi. Das wäre ja fast schiefgegangen, was? Stopp, stopp! Das könnt ihr doch nicht machen! Ist denn hier wirklich niemand auf meiner Seite? Was schaust du mich so an? Warum sollten sie? Du hast uns ja bereits beeindruckend bewiesen, dass es keine andere Chance mehr gibt. Natürlich gibt es die. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Hier leckt es leider ein bisschen gerade. Tut mir leid. Okay, gut. Dann beende ich diese Folge hier an dieser Stelle, denn bei dieser Framerate lässt sich's ohnehin sehr, sehr schwer spielen. Wir sehen uns dann in wenigen Tagen wieder beim nächsten Part. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.